Meier. So, dann lädst du halt. Frau Meier. Hallihallo. Hallihallo, Frau Meier. Ja? Hallihallo, Frau Meier. Wir von Schnitzkis Kochlabor präsentieren. Grüß Gott. Grüß Gott, das heißt Hallihallo. Wenn Sie das einmal probieren daten. Ja, was ist denn das? Achso, ja. Das ist Schnitzkis Brotzeitschnitz, der neue Universal-Brotzeitriegel. Eine reine Gesundheitsbombe mit dem Stempel, umweltfreundlich. Frau Meier, wir machen eine Geschmacksumfrage. Bisher waren alle begeistert. So, bitte. Ja, was ist denn das überhaupt? Ist das Schokolade? Schokolade in dem Sinn ist es nicht. Aber es ist alles Lebenswichtige drin, gell? Mineralien und Spurenelemente und Jod-S11-Körnchen. Es ist eine reine Gesundheitsbombe. Das glaube ich. Ist das was mit Müsli? Nein. Vielleicht probieren Sie es einfach einmal, Frau Meier. Es ist garantiert alkoholfrei und glutenfrei und koffeinfrei und kakaoinfrei. Also da brauchen Sie sich überhaupt keine Sorgen machen. Ja, ich mache mir ja keine Sorgen. Ist das Pausebrot, was Kinder wirklich essen? Es ist eine Weiterentwicklung. Es ist die Brotzeit, die wir alle wirklich essen. Ach, aber jedem werden Sie es nicht recht machen können. Wir von Schnitzkis Kochlabor sind in der glücklichen Lage. Schauen Sie, ich gehe seit 3 Wochen in einem wahren Triumphzug von Haus zu Haus mit dem Brotzeitschnitz. Und es war bis jetzt noch keiner dabei, der nicht begeistert gewesen wäre. Wehren Sie sich nicht länger, probieren Sie es einmal. Ja, Sie sind gut, haben Sie überhaupt keine Anhaltspunkte, aus was das gemacht ist? Auf der Packung wäre es draufgestanden, die habe ich jetzt zerrissen. Da, schauen Sie, der Stempel umweltfreundlich. Also, Frau Meier, mit den Vitaminen A, B, C, D, E, F, G, H, das geht durch bis Z, also alle halt. Gesünder geht's ja gar nicht. Ja, aber ich wollte wissen, aus was das... Reines Allgäuer Magermilchpulver, naturidentische Erdbeerauszüge, E601, E103, E705, E615, E08. Ich wollte ja wissen, aus was das eigentlich gemacht ist. Darmanregende Faserstoffe, lebenswichtige Aminosäuren, linksdrehende Spiralsalze. Das ist ja die reinste Apotheken. Ja, eben, Frau Meier. Es ist eine Gesundheitsbombe. Der erste klinisch getestete Brotzeitschnitz. Darf ich Ihnen noch was vorführen? Da ziehen Sie mal. Ja, ich wollte ja bloß wissen, was die Grundsubstanz ist. Das kann ja nicht nur aus lauter Zusätze bestehen. Ziehen Sie mal, wir freuen uns über jeden kritischen Kunden. Na, was sagen Sie? Ja, schon. Hochelastisch, formbeständig. So eine Lebensmittelqualität haben Sie überhaupt noch nie gesehen. Ja. Noch eine kleine Demonstration. Da schaut's. Unzerbrechlich. Das können Sie überall hier mitnehmen. Keine Brötel, kein Zertätschen. Hauen Sie noch nicht auf die Finger auf. Doch, es brennt nicht. Es geht nicht. Truppenfest. Ja, jetzt muss ich schon umfahren. Kann man das überhaupt beißen? Das schaut so zart aus. Ja, probieren Sie es halt einmal. Es zergeht auf der Zunge. Es ist spezial emulgiert und nur in menschlichem Speichel löslich. Doch. Das schmeckt ja ganz toll. Ja, darf ich jetzt angreifen? Ich bin begeistert. Das schmeckt ganz toll. Doch. Echt? Aus was ist denn das gemacht? Frau Meier, jetzt kann ich Ihnen ja sagen, warum wir den Stempel umweltfreundlich gekriegt haben. Dieses Wunderwerk von einem Brotzeitschnitz ist hergestellt aus eingeweichten alten
Telefonbüchern. Was? Aber mit über 100 gesunden Zusätzen. Hauptsache schmeckt.